Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute bin ich extra für euch zu meiner Photovoltaikanlage oben aufs Dach geklettert. Und hier wird gerade die Anlage abgebaut. Warum? Ist sie kaputt? Taugt sie nicht mehr? Nein, im Gegenteil. Sie soll erweitert werden. Und dafür muss sie neu angelegt werden. Und jetzt sind die alten Module abgebaut worden und werden jetzt in anderer Weise wieder aufgebaut, damit wir mehr Solarzellen aufs Dach bekommen. Diese obere Reihe wird dann auch im unteren Bereich angeordnet, sodass oben Platz für weitere Zellen entsteht. 11 Module, sodass wir dann insgesamt von 4,8 Kilowatt Peak auf 8,75 erweitern. Ne? Die Schienen kannst du verwenden, aber du machst sie an andere Stellen. Wir machen jetzt einen Kreuzverbund. Mit Einlegesystem, das heißt, die Schienen werden jetzt andersrum hingelegt und dann gibt es ein Einlegeprofil, weil dann kann man noch etwas näher zusammenrutschen. Das heißt, hier unten werden wir dann die komplette Gaube bis zur Höhe der jetzigen Anlage mit Modulen belegen. Und dann auch die Module, die da oben liegen, hier unten platzieren können. Genau, die werden dann da unten eingebaut und oben gibt es dann etwas längere, die sind bis knapp 2 Meter lang. Und das heißt, da oben wird dann kein Ziegel mehr rausgucken, man sieht nur noch Module. Alles, was in Richtung Süden ist, wird dann wunderbare Leistung bringen. Jetzt fragt ihr euch, warum hat er das nicht gleich gemacht, dieser Dad? Naja, als ich damals diese Solaranlage aufs Dach gemacht habe, da war der Hintergrund der, dass wir einfach ein bisschen was gespart hatten und das sinnvoll anlegen wollten. Und dann haben wir gedacht, wir legen es uns aufs Dach und produzieren damit Solarstrom. Und damals gab es noch kein Elektroauto. Das heißt, die 4,8 Kilowatt Peak waren okay, damit konnten wir gut anfangen. Viel mehr braucht man nicht und viel mehr Geld hatten wir auch nicht. Und inzwischen weiß ich erstens, dass sich das Gold auf dem Dach ja auch rentiert. Zweitens haben wir noch mehr Interesse daran, sauberen Strom zu erzeugen. Und drittens haben wir natürlich da unten unser Model 3 stehen, was durstig ist. Also wir haben Verwendung für mehr Strom, das kann man so sagen. Und deswegen wird hier umgebaut. Genau, also es geht im ersten Schritt jetzt erstmal darum, da habe ich gesagt, das machen wir auf jeden Fall, die Spitzenleistung der Anlage zu erhöhen von 4,8 auf 8,75 Kilowatt Peak. Das ist deutlich. Das heißt, dass wir an einem Sommertag, wo wir so bis jetzt so 4 Kilowatt erzeugen konnten, dann 8 erzeugen. Aber interessanter noch ist es im Winter. Wenn man an einem bedeckten Tag im Winter vielleicht 500, 600 Watt hat, dann hat man jetzt dann doch fast das Doppelte. Und damit kann man dann schon ein bisschen was anfangen. Da kann man dann schon eine Spülmaschine anschmeißen, Kaffee kochen und muss keinen Strom von den Stadtwerken dazu kaufen. So, 2 Tage sind vergangen. Ich bin wieder auf dem Dach und es hat sich jede Menge getan. Hier oben seht ihr, we proudly present die komplett neue Reihe der Hochleistungsdinger. Hier unten kommen jetzt auf neu angelegten Schienen die kompletten alten Elemente in 3 Reihen sogar, oder? Wie viel Watt Leistung haben jetzt diese neuen Module? 370. 370. Die alten hatten 260. Ja. Genau. Du machst das jetzt ja schon eine Weile. Wie haben sich denn die Kapazitäten von den Solarmodulen verändert, seit du da auf die Dächer steigst? Ach, wir haben 2x2 Meter mit 300 Watt vor 15 Jahren oder was gehabt und die waren nur zu viert zu tragen, also tierisch schwer. Und waren doppelt so groß wie die, ne? Ja, genau. Und hatten 300 Watt und das Ding hat jetzt 370. Ja, auch der Preis ist Wahnsinn. Also wir haben damals ja fast 1000 Euro für so ein Modul zahlen müssen. Und heute sind sie wirklich sehr viel günstiger. Es kommt jetzt eigentlich darauf an, möglichst viel und gut die Fläche zu nutzen. Denn das, was wirklich viel Geld kostet, sind die Kabel, das draufmontieren und die Zählerschränke. Ob das ein Modul oder 2 Module mehr werden, spielt dann nicht so die Rolle. Denkst du denn, dass die Entwicklung immer noch so weitergeht? Also, dass man dann halt in, keine Ahnung, in 10 Jahren dann halb so große hat, die 600 Watt liefern oder so? Irgendwo ist eine Grenze. Ich glaube, 22 Prozent Wirkungsgrad ist jetzt im Moment das, was technisch erreicht werden kann. Und physikalische Grenze ist irgendwo bei 37%, wenn man nicht Lupen oder Prismen oder Spiegel nimmt, um das zu konzentrieren, das Licht. Okay. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben einen historischen Moment, an dem ich euch teilhaben lassen möchte. Ein blauer Himmel über unsere Stadt beschert mir zum allerersten Mal die volle Auslastung des Wechselrichters. Wir haben am 17. Januar 2020 bei einer Außentemperatur von 8 Grad Celsius eine Leistung von 5 Kilowatt. Und das natürlich dank der Erweiterung der Solaranlage von 4,8 auf 8,75 Kilowatt Peak.
Also 80% mehr als vorher. Ja, und jetzt konnte ich auch zum ersten Mal endlich die Hardy Wallbox richtig ausprobieren, die den Überschussstrom in den Tesla leitet. Ich habe euch da die entsprechenden Bildschirmaufnahmen gemacht. Zunächst mit der Minimalleistung, dann auf Hand umgestellt und dann auf Überschussstromladen umgestellt. Und das ist natürlich klasse, wenn jetzt an so einem Wintertag 5 Kilowatt vom Dach kommen, kann ich damit mein Auto wirklich sinnvoll beladen. Und ihr könnt es hier direkt sehen an unserer heutigen Solarauswertung. Nur noch die wenigen grünen Flecken, das ist der Strom, den wir ins Netz eingespeist haben. Und dank des Überschussladens haben wir den ganzen großen grauen Bereich auch trotz wechselnder Sonnenstände und Produktion komplett verbrauchen können. Die Mission Erweiterung der Solaranlage ist abgeschlossen. Fast. Denn jetzt habe ich natürlich ein großes neues Problem. Und dafür gehen wir mal kurz in den Keller. Ja, denn unser Wechselrichter, den wir damals angeschafft haben, ist der Fronius Symo 5.0 und hat entsprechend eine maximale Leistung von 5 Kilowatt. Hier könnt ihr sehen, dass er im Grunde jetzt an seine Obergrenze angelangt ist. Und das an einem schönen Januartag. Also insofern klar, wenn wir jetzt einen Sommertag haben, wo ich früher so, sagen wir mal, 4,2, 4,4 Kilowatt erzeugen konnte, dann liegen wir da jetzt 80% nochmal drauf in Richtung 8 Kilowatt und das kann dieser Wechselrichter nicht mehr. Das heißt, der Rest verpufft und das müssen wir natürlich verhindern und das wird natürlich Thema weiterer Videos sein. Im Moment, erstmal im Winter, denke ich mal, kommen wir damit gerade so hin und können tatsächlich jetzt gerade im Winter schon schön diese zugewonnene Kapazität ausnutzen. Ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video gefallen und ihr freut euch genauso wie ich über die zugewonnene Kapazität meiner Solaranlage. Manche schreiben, das heißt Photovoltaikanlage und nicht Solaranlage. Der Oberbegriff ist Solaranlage, darunter gibt es die Solarthermie, das sind die, die warmes Wasser erzeugen, und die Photovoltaik, das ist die, die Strom erzeugt. Insgesamt ist es eine Solaranlage. Kommentiert gerne, was euch weiter interessiert an Videos, abonniert meinen Kanal, drückt auf die Glocke, liked das Video, teilt es und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Diesel Dad.